Hallo zusammen, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, Aktien-ETFs sind eine tolle Sache, damit kannst du den Rendite-Turbo so richtig zünden. Doch warum auch Anleihen ins Portfolio gehören und wie die Aussichten fürs kommende Jahr sind, das klären wir jetzt im Expertengespräch mit Konrad Kleinfeld. Viel Spaß! Ja, hallo Konrad, schön, dass du heute in München bist, bei dem Studio. Freut mich sehr. Passt ja auch ganz gut, ihr seid ja sowieso hier. Deswegen dachte ich muss gleich mal die Chance nutzen, dass wir mal persönlich sprechen. Es soll um Anleihen gehen diesmal. Also es ist auch ein Thema, das vielleicht noch nicht so viel auf dem Schirm haben und vor allem auch um den Ausblick für nächstes Jahr. Dann würde ich sagen, legen wir los. Gerne, Thomas. Freut mich. Und zwar blicken wir mal Richtung USA. Da gab es jetzt den großen Wahlkampf. Trump hat gewonnen. Neuer, alter Präsident ist quasi wieder Trump. Deswegen bleiben wir in den USA. Wie sieht es dort aus mit der Notenbank? Was denkst du, wie geht es mit der Fed-Zinspolitik weiter in den nächsten Monaten? Oh, gute Frage natürlich. Und du hast es schon schön einleitend auch gesagt, jetzt ja, dass tatsächlich diese Gemengelage, also jetzt eine Klärung um die US-Wahl auf der einen Seite und natürlich immer noch die Frage, wie geht es von der zinspolitischen Seite weiter, das ist eigentlich eines der großen Fragezeichen für die Kapitalmarktteilnehmer, aber auch für die Ökonomien weltweit ist. Hier hat halt die US-Notenbank, die Fed, häufig so eine Art Lokomotivfunktion, also hat so eine Signalwirkung für andere Regionen, ob das Europa ist, ob das Asien ist, ob das die Schwellenländer sind. Und in dem Rahmen muss man einfach klar sagen, die US-Ökonomie an sich ist immer noch substanziell vom Wachstum her. Also wir sprechen so von 2,5%. Inflation kommt weiter zurück, also eine sogenannte Disinflation, also zurückgehende Preissteigerungsraten erleben wir auch weiterhin. Ist auch unser Ausblick fürs neue Jahr. Also die Inflation wird weiter zurückkommen vom aktuellen Niveau 2,6%. Und das bietet natürlich der US-Notenbank Spielraum. Spielraum, Zinsen auch weiter zu senken. Wir haben jetzt am 18.12. die nächste Zinssenkung angedacht jetzt ja für die US-Notenbank. Ist noch nicht ganz klar, ob sie tatsächlich das macht oder ob sie dann eben im Frühjahr. Aber im Endeffekt gehen wir davon aus, von einer aktuellen Rate von 4,5 zu 4,75, die hat ja eine sogenannte Range, also eine praktische sogenannte Barriere nach oben und unten, dass wir da so eher in den Bereich vielleicht von 3,5% gehen, vielleicht sogar final sogar in den Bereich 3,25%. Aber das ist vielleicht, und kommen wir gleich nochmal zu, vielleicht auch nochmal dann die wichtige Frage, was bedeutet halt die Geopolitik, welche Implikationen hat das für die Notenbank und auf der anderen Seite eben auch praktisch, wie sich die Inflation halt weiterentwickelt. Also Inflation geht eher zurück, Zinsen wahrscheinlich auch dann. Genau. Welche Implikationen gibt es da für den Arbeitsmarkt vielleicht oder auch für die Unternehmen an sich? Die können sich ja wieder günstiger auch finanzieren dann. Korrekt, richtig, genau. Wir sehen das teilweise schon. Man kann sicherlich sagen, zu dem Punkt, die du hattest, gerade Arbeitsmarkt. Arbeitsmarkt in den USA ist immer noch sehr, sehr substanziell. 4,1, sagen wir, Arbeitslosenquote, also unter der Vollbeschäftigungsquelle oder sagen wir, Schritt oder ja, sozusagen Hürde von 5%, also ein sehr robuster Arbeitsmarkt. Und der erlaubt eben dann eben auch hier praktisch sozusagen auf den sich teilweise zu fokussieren. Wir sehen so einige, wie sagt man so, kleine Kratzer im Endeffekt. Es geht so ein bisschen los, dass hier ein bisschen das Momentum eben abnimmt. Jetzt ja, darauf achtet die Notenbank in den USA jetzt ja. Aber gerade was du ansagst, die kleineren Unternehmen, viele wissen gar nicht oder wir haben es uns genau mal angeguckt, dass eben viele der kleineren Unternehmen teilweise ihre Schulden zu 60% floatend sind. Also die sozusagen, die schwanken mit den Zinssätzen, zum Beispiel der Notenbank oder anderen Interbankensätzen. Das heißt also tatsächlich dieser Effekt nicht nur auf dem Arbeitsmarkt sozusagen, sondern eben auch auf die Unternehmen, deren Unternehmen Bilanzen, gerade in kleineren Unternehmen, der wird spürbar sein, was uns sagen wir, insgesamt, auch wenn wir heute über Anleihen sprechen, halt für die US-Unternehmen, auch die mittelgroßen und kleineren, sowohl auf der Anleihen- als eben auch auf der praktisch Aktienseite zum Beispiel, durchaus positiv im nächsten Jahr stimmt. Also Aktienseite, gerade auch Nebenwerte, sagst du dann, weil die Genau. sind besonders hängen am Zins dran quasi. Richtig, genau. Jetzt ja, und weil dadurch komme ich halt aus der Situation der vermeintlich hohen Konzentration, was Technologiewerte angeht, ist ja ein Thema, was viele umtreibt aktuell eben auch auf der Aktienseite. Ich will nicht vom Thema wegrennen, aber ich glaube, das ist vielleicht ganz spannend auch zu sehen, dass eben das, was wir hier diskutieren, tatsächlich große Implikationen hat, sowohl für Aktienmärkte, für Rentenmärkte, für Ökonomie, für Geopolitik. Ja. Und da ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt zu merken, eben okay, sozusagen mittelgroße, kleinere Unternehmen, die sind wesentlich sensitiver, wie man so schön sagt, was die US-Notenbankpolitik angeht. Und die sollten dadurch, mit einem zeitlichen Verzug natürlich, aber sollten eben dadurch eben auch positiv, sagen wir, oder positives Momentum entwickeln. Wenn wir schon beim Thema Zinswende auch sind, das Zinsniveau ist ja in den USA noch deutlich höher als bei uns in Europa. Woran liegt das eigentlich, dieser Unterschied? Und wie hoch ist der aktuell?
Der ist aktuell, also es kommt aber darauf an, wo ich praktisch gucke, ob ich am ganz kurzen Ende gucke, also die EZB, den Hauptrefinanzierungssatz und praktisch die Fed Funds Rate in den USA oder ob ich eben zum Beispiel die 10-jährigen Renditen mir angucke. Man kann pauschal so sagen, wenn ich mal die 10-jährigen deutschen Staatsanleihen zum Beispiel nehme, symptomatisch sozusagen für Europa, ja, und auf der anderen Seite die US-Staatsanleihen 10 Jahre, sind wir so circa bei knapp 200 Basispunkten, also 2%. Mhm, ja, das ist ein Unterschied, das ist ein Unterschied, ein wesentlicher Unterschied. Mhm. Jetzt können die aber sagen, wir haben ja auch Unterschiede bei den Notenbanken, ja, aber vor allem auch in den Regionen. Also wir sind jetzt hier gemeinsam zwar schön in München, aber auch in Deutschland sieht es nicht alles rosig aus. Wir haben einige strukturelle Probleme. Mhm. Das heißt, hier muss die Notenbank natürlich anders agieren, den Zins vielleicht schon früher auch absolut auf einem niedrigeren Niveau halten, als es in den USA ist, wo wir einfach einen starken Arbeitsmarkt hatten, auch einen zurückkehrenden oder sozusagen zurückgehenden oder gehenden Preisdruck. Ja, das heißt also, es gibt auch einfach Ursachen, Variablen in der Struktur der jeweiligen Ökonomien, wie die Haushalte funktionieren etc., die bedingen, dass wir einfach ein unterschiedliches Zinsniveau haben. Sind das auch einfach unterschiedliche Philosophien einfach, quasi Herangehensweisen, Denkweise vielleicht auch, oder eine Denkschule vielleicht auch, die dahinter steckt, oder ist das eher politikgetrieben oder... Na, also ich würde jetzt Politik, also vielleicht Notenbankpolitik, weil beide Notenbanken an sich, sagen wir mal, eine gewisse Unabhängigkeit durchaus eben haben. Ja. Wir haben natürlich schon einen politisch näheren Bezug bei der EZB, muss man ehrlicherweise sagen. Jetzt die US-Notenbank besteht ja aus regionalen Zentralbanken, die dann in der Summe praktisch gemeinsam das FOMC gründen, jetzt ja, oder das praktisch das Zentralbankenkomitee. Ich würde aber sagen, dass beide sich grundsätzlich so schon, sagen wir mal, eher relativ flexibel und unabhängig bisher von der, sagen wir mal, von der Politik, von der Tagespolitik vor allem eben entwickelt haben und auch ausprägen können. Hier ist halt auch zu nennen, dass eben diese Organisation an sich auch organisatorisch, was Budgetverantwortung angeht, jetzt ja im Endeffekt Verantwortung für Entscheidungen, vertrauensbildende Maßnahmen in der Öffentlichkeit, eigentlich schon sehr unabhängig von den jeweiligen politischen Regimen, sage ich jetzt mal, sind. Jetzt, ja. Aber sie unterscheiden sich natürlich. Also wir glauben, dass die EZB viel mehr auf die sogenannte Daten, sagen wir, Abhängigkeit achten wird. Die EZB hat das schwierige Mandat an sich nach außen hin, homogene Eurozone, die aber dann doch sehr fragmentiert ist, heterogen ist. Das ist in den USA völlig anders wahrscheinlich. Ich habe selbe Sprache, ich habe selbes juristisches System. Ich habe jetzt mit dem Republican Sweep, also was sozusagen Donald Trump oder die Republikaner sowohl das Haus, den Senat als auch eben das Weiße Haus gewonnen haben, können sie eigentlich relativ gut sogar durchregieren. Also ich habe eigentlich auch ein relativ klares politisches Fahrwasser. Das habe ich in Europa halt zum einen nicht und in Deutschland aktuell natürlich auch nicht. Wenn das gemischt wäre, wäre es auch schwieriger. Demokraten und Republikaner? Womöglich, ja. Dann wäre es nicht schwieriger. Weil der eine oder andere das eine oder andere, sagen wir, Vorhaben dann entsprechend blockieren könnte. Blockieren, ja. Genau, also Thema EZB. Wir sind jetzt in Europa, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen auch hier gehen ja die Zinsen zurück. Das ist ja auch vielleicht wieder eine Chance, aber auch ein Risiko für die deutsche Wirtschaft. Wie siehst du das oder wie schätzt du das ein? Ich glaube, die deutsche Volkswirtschaft bräuchte sicherlich die eine oder andere weitere Zinssenkung nach unten, ja, um insgesamt die Finanzkondition, wie man so schön sagt, also die Refinanzierungsbedingungen, die Liquidität insgesamt eben als etwas lockerer noch darzustellen. Aber man muss natürlich auch sagen, die EZB sagt ja häufig selber mit Frau Lagarde und den anderen Gouverneuren, sie kann halt nur zum gewissen Grad etwas machen, an der geldpolitischen Schraube. Aber natürlich vieles, was in Deutschland momentan halt vielleicht nicht so funktioniert wie in der Vergangenheit, wo wir uns einfach noch ein bisschen verbessern müssen und können, liegt halt in der Struktur der Sache. Ja, sind jetzt bestimmte Großprojekte, ja, gerade vom Münchner Hauptbahnhof gekommen, da wird groß gebaut, in meiner Heimatstadt Berlin wird groß gebaut, hier und da. Das heißt also, vieles findet oder befindet sich im Wandel jetzt, ja, aber bei vielen Sachen haben wir auch einfach, muss man sagen, die letzten Jahrzehnte vielleicht auch ein bisschen was verschlafen jetzt, ja, und diese Veränderungen, die bedürfen halt einen großen, sag mal, Kraftaufwand. Und das hat ja sogar der ehemalige Gouverneur oder, sag mal, Vorsitzende der EZB, Herr Draghi, kürzlich in seinem Draghi-Bericht halt eben hervorgebracht jetzt, ja, oder herausgearbeitet, ein ganz langes, sag mal, sozusagen dreistelligseitiges Dokument, was ich mir mal angeschaut hat. Und tatsächlich auf diese sehr, sehr strukturellen Unterschiede, aber eben auch diese strukturellen Problemfälle in Europa hingewiesen, inklusive halt Deutschland. Also insofern, die Notenbank kann einen Teil dieser Gleichung übernehmen, aber natürlich nicht alles. Also da muss viel, viel mehr von Politik, von Gesellschaft kommen, was diesen Anpassungsprozess angeht. Die Notenbank kann quasi nur unterstützen, quasi. Genau. Aber quasi die Unternehmen oder Politik muss im Prinzip federführend eigentlich sein dann letztlich. Genau, und wir sozusagen auch jeder Einzelne von uns. Also wenn wir im Endeffekt auf der einen Seite uns freuen und sagen, die Tagesgeldkonten sozusagen sind voll, sagen wir mal, die Geldmarktfonds oder ähnliches, heißt es auf der anderen Seite aber auch natürlich, dieses Geld wird den
seltsame Asset Managern oder auch den Banken zur Verfügung gestellt. Die könnten es rausleihen, aber im Endeffekt ist die Frage, wer von uns kauft auf aktuellen Niveau vielleicht bei den höheren Zinsen immer noch eine Immobilie? Wer investiert im Endeffekt im Inland und nicht im Ausland? Das heißt, das sind alles so Punkte, die Voraussetzungen sind geschaffen, aber es muss auch vom Sentiment, wie man so schön sagt, also vom Vertrauen, Geschäftsklima, hatten wir IFO jetzt Anfang der Woche auch wieder nicht so gut hier in München, nicht für München, sondern für Deutschland. Das heißt, es gibt tatsächlich viele, viele Punkte, an denen gearbeitet werden muss, um die dann doch immer locker werden, wie du gerade sagst, Notenbankpolitik auch praktisch in der Wirtschaft stärker noch spüren zu können. Aber das ist ja auch viel Psychologie. Kann dieses Vertrauen auch jetzt durch den Regierungswechsel in Deutschland vielleicht kommen? Also es ist ja jetzt, sind jetzt die Neuwahlen angesagt. Viel früher als gedacht, kann da vielleicht ein Push kommen, ähnlich auch wie bei der Trump-Wahl, hat man auch gesehen, Krypto und US-Werte gingen gleich nach oben dann. Ja. Siehst du sowas vielleicht im DAX auch oder ist das eher unwahrscheinlich? Ich glaube, man unterschätzt teilweise, persönliche Meinung, man überschätzt teilweise den Einfluss der Politik auf einzelne Marktsegmente. Ja, was wir durchaus gesehen haben, mit dem Fall der, unserer so entsprechenden Ampelkoalition, haben wir durchaus eine Bewegung gesehen, zum Beispiel bei deutschen Staatsanleihenrenditen. Weil hier dann die Idee war, okay, es kommt eine neue Regierung, die ist vielleicht ein bisschen flexibler, was die vermeintliche schwarze Null angeht, die ja eigentlich keine schwarze Null ist, sondern 0,35% eben vom BIP im Ausmaß. Also es gibt tatsächlich trotzdem eine Neuverschuldung, ja. Aber im Endeffekt, wir sprechen gerne von einer schwarzen Null. Und im Anbetracht dessen, dass Deutschland womöglich für die strukturellen Vorhaben, die jetzt ja doch auch anstehen, ja, ob das Militär ist, ob das Infrastruktur ist im Endeffekt, ob das auch der ganze große Megatrend um KI ist, um die Digitalisierung insgesamt, jetzt ja Robotics 4.0 etc. etc., da glaube ich in den Bereichen da muss dann jetzt auch das Individuum, jeder von uns im Endeffekt mit angreifen jetzt ja und praktisch ja dafür sorgen, dass wir diese Transformation erfolgreich gestalten. Und dann natürlich die Frage, wie du sagtest jetzt, was heißt das für den DAX oder für andere Marktsegmente? Der DAX ist ja zwar ein deutscher Leitindex, möchte ich mal sagen, der DAX 40, aber er ist ja mitnichten ein ursächlich nur im domestischen Deutschland agierendes Unternehmensparameter. Genau, ich habe viele globale Player, die in Europa weltweit ihre Umsätze erzielen. Und damit ist der DAX also doch eher in einer größeren Abhängigkeit, möchte ich mal sagen, von praktisch internationalen Kapitalmarktflüssen und Kapitalmarktbewegungen und Trends als einzig und allein, was jetzt gerade im Regierungsviertel in Berlin passiert. Ja, klar. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Thema Zinsen. Du hast ja auch schon vorher angesprochen, die Zinswende setzt sich wahrscheinlich fort. Das ist jetzt erstmal eine schlechte Nachricht für Tagesgeldsparer und Festgeldfreunde. Gilt es dann für Anleihen genauso? Man könnte denken, das ist jetzt vielleicht eher schlecht für Anleiheninvestoren fürs nächste Jahr dann. Ja, also tatsächlich der der Hauptrefinanzierungssatz der EZB, also das 7-Tagesgeld, ist natürlich ganz, ganz wesentlicher Primat oder entsprechend Barometer für Tagesgeldzinsen. Ja, wenn die EZB die Zinsen senkt, dann spüren wir das auf dem Tagesgeld, dann spüren wir das bei den Sparanlagen, jetzt ja auch, wenn ich eine gewisse Fristigkeit eben mir erlaube, aber natürlich auch bei neu emittierten Anleihen. Also wenn jetzt ein großer Emittent in Deutschland, ein Automobilkonzern, ein Telekommunikationskonzern, eine Fluggesellschaft Anleihen begibt und das heute tut, werden die natürlich anders verzinst, also vom Gesamtzinsniveau, was durch die EZB getrieben ist, als es vielleicht in einem halben Jahr oder einem Jahr von heute der Fall sein wird. Ja, das heißt also, ich kriege bei dieser Anleihe auch in Zukunft weniger Zins bei den neu zu emittierenden. Aber die alten quasi Werten auch, die werden quasi attraktiver wieder für Investoren so gesehen. 100% richtig, also, genau richtig. Genauso ist es eben. Die alten Anleihen, die vor zwei Jahren emittiert wurden, auf dem Zinsniveau, da freut man sich natürlich und sagt, Moment, wieso sollte ich denn die auf dem Niveau jetzt kaufen, wenn ich die alten haben kann? Also wir erleben dadurch häufig so eine Art Run auf die alten Anleihen, die den höheren Coupon, den Zinscoupon haben, das Zinsversprechen. Und damit steigen die natürlich im Kurs und reziprok, also im Umkehrschluss, sinkt dann deren Rendite, also sozusagen, was ich damit auf als Verzinsung erhalte, auf das Niveau der neueren Anleihen, die demnächst oder aktuell dann an den Markt kommen. Das ist immer so ein Ausgleich quasi. Korrekt, genau. Vielleicht sollte man in diesem Zusammenhang auf die Zinsstrukturkurve hinweisen. Vielleicht kannst du kurz erklären, was das ist, was man darunter zu verstehen hat, was so der Normalfall ist. Es ist ja, glaube ich, in den letzten Jahren hat sich das ein bisschen verschoben. Ja. Und wo wir vielleicht in Europa gerade stehen. Gerne. Also die Zinsstrukturkurve ist im Endeffekt so ein bisschen so eine, sagen wir, eine Visualisierung von Zinsen über verschiedene Laufzeitbänder. Ja, also wenn man so ein bisschen guckt, vielleicht nehmen wir mal so, ehrlich gesagt, ein bisschen meinen Arm. Ja, also wir stellen uns vor, das ganz kurze Ende, das sind also wenige Tage, eine Woche, einen Monat.
Aha. 3 Monate, 6 Monate. Ja, ich gehe dann eben länger raus praktisch in der Fristigkeit. Das muss man sich vorstellen, dass ich sage, ich gehe vom Tagesgeld in eine 2-jährige Anleihe, mhm. in eine 5-jährige Anleihe, mhm. in eine 10-jährige Sparform mhm. in irgendeiner Form. Ja, ich binde mich sehr, sehr, sehr lange. Ja, ja, das ist sozusagen die Visualisierung dieser Zinsstrukturkurve. Diese mhm. im Normalfall, so ein bisschen wie mein Arm schon darstellt, eigentlich aufsteigend. Mhm. Gut, macht ja auch Sinn. Ist ja klar, klar. Genau. Wenn du jetzt dein Geld für ein Jahr verleihst, kannst du weniger verlangen als für 10 Jahre. So sollte es normalerweise sein, ja. genau. Und ich möchte natürlich auch kompensiert werden. Und ich sag mal, wenn du mir jetzt Geld leihen würdest, ja, für 10 Jahre, ist durchaus vielleicht das Risiko, dass ich in 10 Jahren, vielleicht kann ich dir nicht zurückgeben. In 10 Tagen ist vielleicht die höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich dir zurückgeben kann. Mhm. Das heißt also, wir alle sind auch intrinsisch motiviert zu sagen, okay, ich möchte eigentlich für längere Geldausleihung oder mhm. auch eine, und auch das Geld anlegen, ist ja eine Geldausleihung, mhm. ja. möchte ich entsprechend eben mhm. höher kompensiert werden. Na klar. Ja. Aber wie du gerade sagst, in Europa, wir haben ja. teilweise halt auch ein anderes Umfeld. Also wir haben mhm. die normale Kurve, es gibt teilweise auch eine flache Kurve, es gibt auch teilweise eine inverse. Mhm. Und wir haben aktuell die Schwierigkeit an den Kapitalmärkten in den USA, in Europa jetzt ja, dass viele der entwickelten Volkswirtschaften eine sogenannte inverse Kurve haben, also eine nicht normale. Ja, das heißt also die Zinsen. Eigentlich spiegelverkehrt letztlich. Eigentlich spiegelverkehrt. Mhm. So wäre das Kreuz praktisch ja. jetzt ja aber praktisch so. Also aha. das kurze Ende ist durch die Notenbanken, die ja die Inflation bekämpft haben, mhm. mit vielen, vielen, historisch vielen Schritten nach oben im Endeffekt bekämpft worden. Mhm. Ja? Mhm. Ganz wichtig für alle, auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, mhm. Dass praktisch die Notenbank immer nur das kurze Ende der Zinskurve determiniert. Nicht das mittlere oder das lange Ende, ah, okay. sondern nur mhm. das kurze Ende. Also zum Beispiel 7 Tage wird durch die EZB festgesetzt. Mhm. Hauptrefinanzierungssatz, Spitzen praktisch, Facilität etc. Okay. So, was man auf der Webpage auch der EZB findet. Das lange oder das mittlere Ende, das ist alles abhängig von Angebot und Nachfrage. Mhm. Ja, was wir also als Haushalte, die großen Unternehmen, die großen Investoren da draus dann machen. Mhm. Ja, und die Erwartung ist tatsächlich fürs neue Jahr 2025, dass die Notenbanken halt weiter reduzieren. Sie können ja nur am kurzen Ende. Mhm. Und dass wir dadurch, das sehen wir ja zum Beispiel bei den 2- bis 10-Jährigen in Deutschland, also 2-jährige Staatsanleihen in Deutschland und 10, wir sind sehr flach. Mhm. Wir sind da schon praktisch wie so eine Parallele zur Zeitachse. Mhm. Und dass jetzt irgendwann es zu dieser Versteilerung kommt und damit wieder so eine Normalisierung, eine praktisch eine normale Zinskurve zurückkommt. Und aktuell spielt die Laufzeit eigentlich eine untergeordnete Rolle. Also noch, das wird sich jetzt wahrscheinlich 25 dann ändern. Richtig, das ist die, sag mal, die Standarderwartung jetzt nicht nur von uns, von State Street Global Advisors, sondern insgesamt im Markt, dass irgendwie, dass wir eine Versteilerung der Kurven erleben, mhm. Sozusagen ursächlich primär von den Zinssenkungen der Notenbank am kurzen Ende, mhm. aber dann eben auch mit der Zeit und gerade in Amerika, wenn wir jetzt in das Thema Trump, vielleicht Geopolitik eben ansprechen, weiterhin starke US-Staatsverschuldung, Tarife, also Zölle, die inflationsanheizend sind, dann glaubt man eben auch, dass eben auch das lange Ende der Zinskurve, das ja sowohl die Fristentransformation berücksichtigt, als auch eben die Inflation, dass das in Amerika eben dann so ein sogenanntes Bear Steepening gibt, also praktisch vom langen Ende praktisch, sagen wir mal, auch mit angeführt wird. Also dass wir einen gesamten Shift, sage ich jetzt mal, kriegen. Okay. Ja, ohne dir meinen Arm gleich raus zu googeln, aber so in diese Richtung gehend, ist vielleicht hoffentlich ganz sozusagen plakativ eben auch erklärt, wie das geht. Also die Laufzeit wird wieder quasi mehr eine Rolle spielen im Vergleich zu früher. Was würdest du dann sagen, was rätst du Anlegern, die jetzt, sag ich mal, eher auf Kurzläufern oder auf Langläufer setzen wollen? Was ist jeweils dann deine Meinung dazu? Also das sozusagen, wir haben diese Kurve, wie wir gerade festgestellt haben, also jetzt vielleicht nicht so extrem, aber in diese Richtung. Insofern ist es natürlich momentan schon verständlich, dass ich glaube 6,8 Billionen sind aktuell weltweit in Geldmarktinstrumenten angelegt. Mhm. Macht durchaus Sinn. Ja. Aber wir wissen halt alle, die Diskussion, die wir hier führen, wenn jetzt in 3, in 6, in 9, in 12 Monaten die Zinsen niedriger sind, ja, dann finde ich da, oder dann passiert halt eine Anpassung. Ja, und dann habe ich natürlich das Risiko, dass die Zinsen so weit vorne gesunken sind, dass ich im Endeffekt vorne auch nichts äquivalent Interessantes mehr kriege. Mhm. Und dann auf dieses Reinvestitionsrisiko habe. Ich muss dann wirklich weit rausgehen in der Kurve, praktisch viel mehr Laufzeit akzeptieren und damit auch mögliche Risiken, jetzt, ja, als das eben bisher der Fall war. Momentan fühlen sich viele, die und jenseits des Atlantiks, sehr, sehr wohl am ganz kurzen Ende. Aber die Gefahr in meinen Augen besteht halt darin, dass man dann eben den Einstieg in die längeren Laufzeit oder die Alternativen allgemein gesagt halt verpassen könnte. Mhm. Steigen wir vielleicht noch tiefer ein. Ich meine, viele Leute kennen ja Aktien-ETFs, Einzelaktien, das ist für alle irgendwie vertraut. Aber Anleihen irgendwie, ich glaube, das ist ein bisschen schwammiger für viele Anleger. Kannst du vielleicht mal erklären, was für Privatanleger überhaupt, also welche Anleihetypen da in Frage kommen könnten überhaupt? Ja, also ich würde sagen, grundsätzlich sollte sich natürlich jeder erstmal die ganz individuelle Frage stellen, warum lege ich eigentlich an?
Lege ich an einen monatlichen Sparplan, weil ich eben vorsorgen möchte? Lege ich an, weil ich vielleicht in 3 Jahren Geld brauche, in 10 Jahren Geld brauche, weil ich mir eine Anschaffung leisten möchte, weil ich einfach nur kurzfristig Geld parken möchte? Davon ist es ganz wesentlich abhängig. Ich glaube aber tatsächlich auch und auch euer Format sehe ich immer gerne mir selbst auch an und auf der anderen Seite aber glaube ich, ist es auch ein Punkt, wo man sagt, wie können wir auch edukativ die Leute praktisch dazu bringen, auch zu sagen, okay, wenn ich ein ganzes Portfolio eben habe, dann gehören da Aktien rein, ja, aber es gehören eben auch andere Assetklassen, wie man so sagt, also Vermögensklassen dazu. Und der Rentenmarkt, muss man immer noch sagen, der Rentenmarkt trotz der starken Performance der globalen Aktienmärkte ist immer noch der größere Markt. Und viele Leute entscheiden sich aus Unwissen, weil sie sich nicht trauen, weil sie vielleicht auch nicht die Expertise haben, jetzt ja, sozusagen trotz eurer Format und ihr probiert es ja auch aufzuarbeiten, eben noch nicht dafür, wirklich alle Assetklassen zu allokieren. Ja, aber das bietet ja dann im Endeffekt in der Mischung, wie man so schön sagt, durchaus Diversifikation. Ich habe über die Assetklassen auch eine unterschiedliche Korrelation, also wie diese miteinander schwanken und kann damit eben vor allem, würde ich sagen, ein Portfolio, was sich in der Situation befindet, wo ich schon ein gewisses Vermögen aufgebaut habe, einen gewissen Grundstock, da wirklich helfen, diese Schwankungsbreite ein bisschen rauszunehmen. Also quasi mehr Stabilität, weniger Gesamtrisiko, um das so ein bisschen zu managen. Und das ist wie so ein bisschen, hätte ich gesagt, wie so ein bisschen wie so eine Art Lebenszyklus, muss man sich vorstellen. Also ich nehme mal gerne sozusagen so die so das eigene Daumenregel, die ist jetzt keine fixe oder empirisch jetzt ja direkt auch für jede einzelne belegbare Regel. Aber ich sage immer gerne, nimm sowas wie so ein mögliches Ziel-Lebensalter. Sagen wir mal 100 Jahre. Wir wollen beide 100 Jahre alt werden. Ja. Und wir sagen jetzt einfach mal, wir sind jetzt beide gerade fertig mit Studium, Ausbildung, so 20 oder 25 jetzt ja. Und ich nehme praktisch die 100 minus mein aktuelles Alter. Ja, also wenn dann zum Beispiel 75. Ja. Das könnte in dem Fall, sage ich halt mal, dann zum Beispiel meine Aktienquote sein. Also wenn ich 25 bin, 75% meiner Vermögensanlage in Aktien, also sagen wir, oder Anlage in Aktien. Also quasi je jünger, desto aggressiver. Genau. Hast du noch ein längeres Berufsleben, hast noch so viel investiert dann auch, die Rente ist noch weit weg. Genau. Und die Aktien sind ja von der Performance insgesamt, sie schwanken zwar stark eben auch in einzelnen Jahren, aber Schwankung heißt ja nicht immer nur Risiko nach unten, sondern auch Schwanken nach oben. Ja, also deshalb habe ich ja in den USA aktuell 26% plus dieses Jahr. So, das heißt also auch eine Schwankung nach oben jetzt, ja. Und das glaube ich im Endeffekt aber dann auch zu akzeptieren und sagen, jetzt bin ich 40, jetzt bin ich 50, jetzt bin ich 60, jetzt fahre ich ein bisschen die Sensitivität zum Aktienmarkt runter und dann frage ich mich halt, was mache ich alternativ? Klar kann ich jetzt Festgeld nehmen, aber ich könnte natürlich auch sagen, ich nutze Chancen vom Rentenmarkt zum Beispiel oder auch andere Assetklassen, die ich dann auch in mein Portfolio mit reinmische. Ja. Und Festgeld oder Tagesgeld dann maximal bis zu 100.000 wahrscheinlich, bis zur gesetzlichen Einlagensicherung würde ich jetzt mal. Das ist im Endeffekt eine persönliche Präferenz, aber ich finde schön, dass du es ansprichst, weil natürlich das Tagesgeld an sich, also wenn ich es klassisch bei der Bank halte, auch da ist es natürlich im Endeffekt, das ist eine mögliche Zahlungsverpflichtung seitens der Bank irgendwann mal. Ja, und die aktuelle Bankeneinlage oder Einlagensicherung ist halt bei 100.000 sozusagen gecapped in Deutschland und in den meisten Ländern Europas. Dem sollte man sich halt grundsätzlich bewusst sein. Aber ich glaube, das Thema Geldanlage an sich ist ja so brisant und so wichtig für uns alle, ja, weil es halt das ganze Leben in gewisser Weise flankierend immer eben auch beeinflusst, dass wir uns über diese Sachen grundsätzlich halt auch entsprechend Kopf machen sollten, überlegen sollten, ja, ich lege ins Tagesgeld an, was heißt das, welche Reinvestitionsmöglichkeiten habe ich, welche Risiken gehe ich damit womöglich eben auch ein, wenn ich besonders viel Tagesgeld mal hätte, ja, und nur bei einer Bank habe zum Beispiel, dass man sich dem halt einfach bewusst ist. Ja. Und wenn man dann aber für sich sagt, ja, ich bin damit happy, ich möchte genau diese Risiken auch wahrnehmen, eingehen, ja, dann ist das völlig in Ordnung auf individueller Ebene. Ja, das ist ja im Endeffekt das Charmante. Es gibt so ein paar Standardregeln, aber jeder kann diesen Standardbaukasten für sich halt selbst und auch entsprechend adaptieren, anpassen, jetzt ja seinen Lebensumständen, seiner Erfahrung, Expertise etc. nach. Zum Thema Allokation fällt mir noch ein, in ganz im eigenen Interesse. Wir haben auf unserer Webseite den Risikorechner. Da kannst du quasi alles eingeben, sozusagen wie bei den Robo-Advisors, so eine Antragsstrecke eigentlich. Ja. Und dann kommt dann raus, wie hoch dann der Aktienanteil sein sollte. Also na, so dann kann man es auch ein bisschen feiner machen. Genau, ein bisschen feiner als mit meiner Daumenregel. Genau. So ungefähr, glaube ich, kommt es dann schon hin. Aber ich finde, diese Art von Diskussion zu haben und auch zu führen, ist ungemein wichtig jetzt, ja, weil wieso sollte ich mich automatisch aufgrund meiner geringeren Expertise vielleicht in den ein oder anderen Bereichen oder weil ich es halt noch nicht so kenne,
in der Art und Weise, wie ich global allokiere, halt, sag mal, limitieren. Ja, also es wäre halt so, als wenn ich sage, ich investiere jetzt nur in Aktien, Gesellschaften in Norddeutschland. Na ja, klar. Aber natürlich MSCI World, MSCI Aqui, MSCI, sag mal, IMI. Ja, die sind im Endeffekt natürlich die Möglichkeiten, wie ich ganz, ganz, ganz global halt auch gehen kann. Jetzt. Und warum sollte ich mich da, ob jetzt einen Sparplan bei einer Einmalanlage dann eben entsprechend limitieren? Na ja, klar, macht eigentlich gar keinen Sinn. Auf Chance-Risiko ist da überhaupt nicht im Verhältnis dann. Wenn wir jetzt nochmal aufs nächste Jahr blicken, 2025, wie sollten sich da Anleiheinvestoren positionieren aus deiner Sicht? Ich sag mal, also die Sachen, die ich jetzt sage, sind so ein bisschen auch abhängig natürlich, welche Expertise habe ich. Also es gibt ja in dem Anleihesegment, das ist vielleicht das ganz Charmante, also wenn wir mal sagen, so ein großer Konzern aus dem DAX, der hat normalerweise, wenn er jetzt keine Namens- und Vorzugsaktien hat, hat er normalerweise eine Aktie. Also da gibt es nur die Frage, mag ich den Titel? Ja, nein, fundamental oder passt der im Index dazu und so oder in meinem Sektor oder so. Ja, bei Anleihen ist es teilweise so, ich habe einen Emittenten, also einen Konzern aus dem DAX, aber der hat 200 Anleihen, okay. 300 Anleihen. 50 Anleihen. Komplizierter erstmal. Also insofern ist die Aussage sozusagen, Thomas, magst du Firma A oder B bei Anleihen teilweise eine andere, weil dann ist die Frage, ja, welche denn davon? Ja. Die variabel verzinst sind, die fix verzinst sind, die in einer Fremdwährung sind, ja, die kurze Laufzeiten haben, mittlere, lange Laufzeiten jetzt, ja. Also all diese Sonderfaktoren, möchte ich mal sagen, müssen Berücksichtigung finden. Mhm. Wenn man es aber jetzt dann sagt, okay, ich möchte grundsätzlich die Klaviatur der Rentenmärkte weltweit eben spielen. So fühlen wir uns grundsätzlich eben bei den großen Industrienationen, bei den Staatsanleihen durchaus wohl, weil, wie gesagt, EZB oder US-Notenbank werden auch höchstwahrscheinlich weiter die Zinsen senken. Ja, das heißt also da, alte Staatsanleihen werden im Endeffekt, wie wir es ja gesehen haben, inverser Zusammenhang entsprechend performen. Jetzt, das ist unser. Quasi aufgewertet. Genau. Und auf der anderen Seite, wir haben ja auch Weihnachten relativ neidisch gesagt, man soll ja nicht nur gut essen, sondern eben auch gut leben und gut Fitness betreiben. Ja, hätte ich gesagt, wir haben so eine Art Langhantel. Ja, die Langhantel ist in dem Sinne dann am kurzen Ende, sagen wir, hier durchaus eben auch einfach Unternehmensanleihen. Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Das sind die sogenannten Investment-Grade-Anleihen. Ja, also die haben eine relativ geringere Auswahlwahrscheinlichkeit. Also quasi eine Top-Bewertung letztlich. Eine Top-Bewertung, richtig, durch die großen Rating-Agenturen. Und da gibt es natürlich ETFs in den Bereichen. Ja. Da gibt es ganz normale Mutual Funds. Da gibt es natürlich auch einzelne Titel. Ja. Ich glaube, wer sich an das Thema ran nähert, weiß natürlich eben auch schon auf der Aktienanlageseite her, welchen Vorteil Fonds im Endeffekt bieten im Rahmen von Diversifikation. Mehrere hundert Titel, mehrere 50, 80, 100 verschiedene Emittenten. Insofern, wenn ich mich nicht auskenne und sage, diese eine Anleihe möchte ich genau dem Grund haben, ist es durchaus prudent zu sagen, ich kaufe dann einen Korb von Anleihen und habe dann praktisch diese Langhantel, sage ich jetzt mal. Die gilt in unseren Augen grundsätzlich die und jenseits vom Atlantik, in Europa als auch in den USA. In Japan muss man halt ein bisschen aufpassen, aber eine eigene Situation, auch was die Zinsstrukturen so angeht. Also da gilt das in unseren Augen nicht ganz so. Ja. Aber du sagst eher Investment Grade und weniger Hochzinsanleihen? Bei Hochzinsanleihen würde ich sagen, da haben wir, weil wir gerade so mit den Armen schon, habe ich das schon ein bisschen gehabt, haben wir eher so ein sogenanntes, so ein Kreuzart. Also in Europa, die strukturellen Probleme haben wir angesprochen, Draghi-Report etc., Deutschland, wir merken es. Da sind wir eher bei Titeln, die sehr nah an der Ökonomie sind, sehr sensitiv sind zum Zyklus. Ja, und unser Zyklus ist leider halt nicht mehr dieser, sondern ich muss eigentlich sagen, unser Zyklus in Deutschland ist im Moment in dieser, so um die Nulllinie ganz schwach rum oszillierend. Dass wir da eben bei High-Titeln, also hochverzinslichen Titeln, die aber auch mehr Risiko birgen, eher vorsichtig sind. In Amerika, wie eingangs gesagt, Ökonomie sehr robust, sehr stabil, stark immer noch auch am Wachsen, guter Arbeitsmarkt, geringe Inflation. Da würde ich sagen, da kann man durchaus nicht nur in die kleinen Titel gehen, auf der Aktienseite, sondern eben auch auf die High-Yield-Titel im Endeffekt gehen. Ja. Privatanleger können ja quasi bei ETFs in Anleihen reingehen. Da ist nur das Thema, die sind oft nicht so transparent. Du weißt auch nicht so genau, welche Renditen rauskommen. Eine Möglichkeit könnten ja dann die Laufzeit-ETFs sein. Die gibt es ja in Deutschland auch schon seit, glaube ich, 2 Jahren ungefähr. Genau. Wie stehst du dazu und kannst du vielleicht vorher noch kurz erklären, was darunter zu verstehen ist? Okay, ich glaube, also A, sozusagen zum Thema Transparent, glaube ich, hätte ich dich jetzt gerne am Tisch sozusagen gechallenged jetzt, ja, in der Form, weil ich glaube, bei allen großen Anbietern kannst du in einem normalen Renten-ETF grundsätzlich auf die Webpage gehen, raufgucken und ein Excel runterladen, was ist tatsächlich tagtäglich drin, ja, praktisch per Vorabend. Das ist die eine Sache. Was du aber richtig indirekt dann auch sagst, ist natürlich bei einem Anleihen-ETF, der investiert ja immer grundsätzlich deiner Benchmark entsprechend in das Universum der unterliegenden Anleihen.
Und wenn halt neue Anleihen auf den Markt kommen, wie wir es ja vorhin gesagt hatten, ein Unternehmen muss sich neu refinanzieren, dann fallen diese Anleihen nach bestimmten Kriterien auch wieder in den Korb rein. Dadurch ist sozusagen die Fristigkeit, es ist nicht klar, wann wird dieses Portfolio mal enden, sondern es kann unendlich lange laufen. So wie bei unseren Aktien zum Beispiel auch jetzt, ja. Was grundsätzlich nicht schlecht sein muss. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt natürlich sage, beim Festgeld oder so, da habe ich nach 2 Jahren oder 3 Jahren kriege ich mein Geld. Diesen Ansatz, diese Idee probieren Laufzeit-ETFs auf der Anleihenseite halt auch darzustellen. Das heißt, bei einem klassischen Anleiheninvestment, so mal über Fonds, weiß ich halt nicht, ob und wann das irgendwann endet. Im Normalfall nicht. Unendlich laufend. Ich habe allerdings jetzt vielleicht den Punkt, dass du oder ich sagen, hey, in 3 Jahren will ich ein Auto kaufen. Mhm. Ja, ich möchte in 3 Jahren das Geld haben und ich möchte in der Zwischenzeit auch bestimmte Zinscoupons eben erhalten und auf der anderen Seite eben auch von den Chancen der Rentenmärkte partizipieren. Und genau dafür, was die Planbarkeit angeht, die Flexibilität des Einsatzes bieten sich halt auch langsam entsprechend Laufzeit-ETFs eben an, weil sie mir eben etwas ermöglichen, was ich sonst eher in einer Versicherungswirtschaft habe, so ein bisschen Annuitäten denken. Ja, also ich weiß, also ich kann mir so sogenannte Zinsleitern, wie man so schön sagt, aufbauen, also verschiedene Laufzeiten und sage, ich habe jedes Jahr, ich sage jetzt mal, Betrag 5 Euro, wenn man investiert und weiß, sozusagen jedes Jahr wird etwas wieder frei, das kann ich dann wieder reallokieren in dasselbe Segment, in ein anderes entsprechend, aber ich habe mein Geld auch über Fristigkeiten gestreut und habe damit einfach noch eine höhere Planbarkeit auch nochmal in meinem Portfolio mit drin. Okay, alles klar. Dann kommen wir zur letzten Frage, wir haben es gleich geschafft. Gerade junge Anleger setzen ja voll auf Aktien. Klar, da steppt der Bär letztlich. Und wir haben ja vorher die Faustregel schon mal gehört. Das ist wahrscheinlich auch nicht so schlimm bei Jungen, weil die haben auch viel Zeit. Aber anders gefragt, wer sollte denn überhaupt an den anderen investieren? Oder gibt es da einen bestimmten Typus an Anleger? Also vielleicht Vermögenssicherung wahrscheinlich, eher ältere Leute. Wahrscheinlich geht es in die Richtung, oder? Genau, jetzt, also ich würde es gar nicht so alleine am Alter abmachen. Wir haben natürlich auch eine Generation, einen jungen Heranwachsenden, die auch viel erben werden. Jetzt, ja, das heißt, also auch die Leute werden ja dann nicht mehr in der Situation sein zu sagen, ich fange bei nahe Null an, sondern ich fange ja schon bei X an. Ja, das heißt also, wenn es mir darum geht, einen reinen Vermögensaufbau, sagen wir relativ nah bei Null zu machen, natürlich, dann möchte ich die Chance der Kapitalmärkte, und die sind bei Aktien halt insgesamt sehr, sehr, sehr hoch in den letzten 30 Jahren im Endeffekt gewesen, auch natürlich nutzen. Wenn ich natürlich schon ein gewisses Vermögen habe, ja, oder wenn ich vielleicht sage, mit diesem Anteil meines Vermögens, ich teile das vielleicht auf verschiedene Konten, auf verschiedene Depots und sage, dieser Anteil soll aber meine Reserve sein für schlechte Zeiten oder ähnliches. Ja. Die soll nicht schwanken. Die soll einfach nur da sein und mir eine gewisse innere Sicherheit geben. Ja. Das heißt, wann immer ich ein Vermögen erhalten möchte, es nur noch leicht wachsen lassen möchte, in all diesen Situationen machen durchaus eben auch Rentenanlagen Sinn. Und du hast natürlich auf der anderen Seite auch gesagt, natürlich auch derjenige, der sagt, ich bin sehr renditeorientiert. Also wir sagten eben High Yield. Da kann ich ja teilweise auch je nach Währungsregion zwischen 4, 6, 6,5% verdienen. Also auch das ist jetzt eigentlich schon fast in nicht schlecht. Kategorien rein. Ich würde sagen, da kommen wir schon fast in den Bereich von vielleicht diesen 8%, die man so standardmäßig bei Aktien halt bei Industrienationen eben ungefähr ansetzt, im Durchschnitt pro Jahr. Also tatsächlich, wenn ich halt bestimmte riskantere Segmente nehme, dann kann ich auch durchaus das Kapital weiter aufbauen. Habe aber natürlich andere Risiken. Und auf der anderen Seite, wenn ich sage, ich möchte es halt super sicher haben, möchte es geldmarktnah haben, da schwankt nichts viel, da sind hochsolvente Emittenten drin, naja, dann ist die Rendite halt eher das, was die Notenbank aktuell eben gerade bei den Geschäftsbanken aufruft. Super, Konrad, ich glaube, wir haben es jetzt geschafft. Vielen Dank fürs Gespräch, hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, wir treffen uns bald wieder. Sehr gerne, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, liebe Extra ETF Community, das war's auch schon wieder. Unser Expertentalk mit Konrad Kleinfeld. Es ging um Anleihen und die Chancen für 2025. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde mich jetzt freuen über Likes und Kommentare. Aber bitte immer respektvoll. In diesem Sinne eine angenehme Woche und ein tolles Börsenjahr 2025. Bis bald.